Ich dachte, du hackst Holz, Digga. Was mit dir? Gute alte Kappe. Was machst du denn? Ja, Holz hacken. Aber hier ist so eine Hütte. Und da steht Hüte drauf. Ja, das sind Hüte. Da kannst du Hüte kaufen. Wir kaufen uns einen Hut. Was willst du mit Hüten, Alter? Ja, einen Hut tragen. Na, Feier, wir können pennen. Nö. Klar, ich bin erschöpft, Junge. Schön für dich, dann geh pennen. Ja, dann komm. Ja, ich noch nicht. Was ist denn mit dir? Warum gehst du immer weg davon? Wir haben genug in unserer Farm an Holz. Du sagst Hack Holz, also mach ich das jetzt auch. Ja, ich hacke in der Farm Holz und ich habe schon über 300. Was ist mit dir? Ich bin woanders im Farm. Ich habe meine Energie schon fertig. Jetzt hopp. Lass mal pennen jetzt. Chill. Alles noch in die Truhe packen, verkaufen. Ja, komm, beeil dich. Nix ja. Nein, nix ja. Junge, beeil dich, du fettes Kind jetzt. Nein. Was ist mit dir, Alter? Wieso macht es überhaupt keinen Bock, Feier, wenn du so lang brauchst? Das muss schnell gehen. Nee, muss es nicht. Klar, das muss nicht so ewig dauern, Alter. Alle Zeit der Welt. Ich warte gefühlt ein halbes Jahr immer auf dich. Geh ich auch immer in dein Bett. Wo bist denn du? Ja, ich warte auf dich. Ja, ich bin im Bett. Wow, endlich mal da. Ah ja, stimmt. Erstmal der Wetterbericht. Junge, jetzt hopp. Wenig Geld. Was für? Es geht doch. Ah, nur 2000. Dafür, dass wir fast 2 Millionen brauchen. Für irgendwas. Junge, das kannst du jetzt vergessen, Alter. Das wird nie im Leben jetzt erstmal was. Es dauert. Kürbislaterne. Haben wir überhaupt noch einen Kürbis? Nee, ne? Da, die kommt aber echt sehr früh damit, diese Nutte, Mann. Was mit der, Alter? Ja, wir brauchen einen Kürbis. Jetzt erst, Alter. Wo wir schon Kürbisernte hatten. Ach stimmt, heute kommt die eine Fotze ja wieder hier. Erinnere mich gleich dran. Kann ich gleich eh, ich muss da eh hin. Dann gehe ich da auch gleich vorbei. Was musst du da? Ja, ich will doch eine Kuh kaufen. Da musst du runtergehen. Digga, siehst du, wie viele Bäume hier sind? Die kannst du voll viele abhacken. Ja, du wolltest die ja mal nicht gehackt haben, Mann. Die kannst du alle abhacken. Wir pflanzen dann selber welche an. Hack einfach alle ab, außer die, wo Zapfhähne dran sind. Also wo da an dem Baum was dran ist, die machst du dann ja nicht weg. Ja, warte mal. Und an sich die anderen brauchen wir eh nicht. Ja, warte mal. Ich gehe jetzt zu der Fotze. Warum? Da gehe ich doch eh schon hin. Schön, ich bin da als erstes. Da! Da ist die! Was bringt's, Feier? So, Lachsbeere, Tulpeschleim, blaue Jarz, rote Platte, Auberginensaat, wilden Meerrettich, Tulpe, Lachsmahlzeit, Luxusgeschwindwachs, Birken, Beistelltisch, Heiratsregen. Digga, was mit dir, Alter? Jetzt geh doch einfach weg. Was gehst du da immer hin? Lass mich da gucken, was die hat. Hurensohn. Heiratsring. Dann mach doch alles alleine. Hä, was? Du kannst einen Heiratsring selber machen? Okay, den holen wir uns. Das Rezept. Warum? Das ist ein Rezept. Das brauchst du nur einmal kaufen und dann kannst du den basteln. Ja, sicherlich gebe ich so viel für den Heiraten. Aha, hier oben, du Hure. Junge, 500 ist nix. Jetzt haben wir das Rezept dafür wenigstens. Jetzt kannst du einen Heiratsring machen. Das heißt, wenn du jemanden kennst und 8 Sterne oder so mit dir hast, dann kannst du ihr den Ring geben und dann heiratet die dir. Fertig. Ja, so, Milchkuh. Das mach ich. Ich glaube, ich mach mich mal an einer ran. Ja, aber viel Spaß. Du brauchst da übelst viel Schrott. Übelst viel. Wie nennen wir die Kuh? Geschenke. Salatkuh nennen wir die eine, ne?
Ja, Salat, Kuh. Ich kaufe jetzt noch mehr Kühe. Ich kaufe direkt 3 noch. Wie sollen wir die anderen nennen? Milka. Ginger Kuh. Ah, die Ginger. Das war die Ginger Kuh. Ich nenne sie Ginger einfach. So, das ist jetzt gleich wichtig. Hast du die Truhe reingetan, ja, ne? Ja. So, Milka, und wie nennen wir die vierte? Ich gucke mal. Wir haben doch Let's Play, warte mal. Ich hatte voll viele. Ja. Ich habe auch einfach so nach Ding benannt. Nach Remco oder so. Oder irgendwie Fire oder so. Ich weiß es nicht mehr. Genau, eine Kuh hieß Fire. Ja, aber du bist ja hier im Spiel. Also was willst du jetzt mit dem Namen? Warte, ich gucke mal nach. Remco heißt ja unsere Katze schon. Wie könnte man denn eine Kuh noch nennen? Paula! Genau, Paula, die Kuh. So, dann haben wir jetzt übelst viel ausgegeben, aber passt. Ich guck gerade das eine Let's Play hier ab. Nun, der letzte Part, dort habe ich ja das eine nachgebaut in Minecraft einfacher. So, Digga, du kannst dich um die Kühe auch kümmern. Ab sofort. Ich tu mal jetzt von der anderen Truhe, das ist mal das Zeug weg, was du hier nicht brauchst. Ah, wir bräuchten auch eventuell eine Heizung für die, ne? Wir holen uns noch eine Heizung. Ja, das kostet viel Geld, ne? 2000 kostet die Heizung noch. Wir haben Milka gehabt. Wir hatten Remco als Kuh. Wir haben so. Die Salatkuh gehabt. Proxy. Ginger. Fire. Paula, ja, ja. Habe ich damals in Minecraft nachgebaut. Und dort habe ich ja an den Schildern stehen gehabt, wie die hießen. Da habe ich mir ja die Namen noch gemerkt gehabt. Okay, Fire, du hackst Holz. Ich kümmere mich um die Kühe heute mal. Ich muss eh noch Ding kaufen. Die Zeitung. Die fressen ja auch genauso viel Heu, ne? Dann... Ja, das ist genau dasselbe. Das mal hier. Aber siehst du mal, wie wenig Geld wir wieder haben, ne? Durch die. Aber trotzdem noch, die bringen jetzt jeden Tag dann Milch. Zusätzlich, ne? Hey, guck mal, ich habe hier mit der Sichel oder so gehe ich hier durch das Gras und so alles, aber ich krieg da nichts. So. So, das Wichtigste ist jetzt bei diesen Kühen, du musst die selber melken, Feier. Merk dir das mal. Ich habe den Melkkübel und alles reingetan in der Truhe. Den musst du immer wieder rausnehmen und dann... Ah, fuck, was ist das denn? Kann man die Milch dann verkaufen? Ja. Wobei wir müssen, warte mal. Große Milch müssen wir in Community Center tun. Aber nur große Milch. Und wir könnten jetzt eigentlich wieder pennen. Wobei, jetzt können wir eigentlich noch zusammen Holz hacken. Brauchen wir eh voll viel. Ja, kannst ruhig weitermachen. Das Holz hacken, komplett viel jetzt. Ja, Mann. Bis wir Energie wenig haben. Hab ich schon gleich. Wie viel hast du noch an Energie? Bist du gleich erschöpft oder was? Ich bin schon im roten Bereich. Ja, dann lass es. Ich mache jetzt glaube ich noch die restlichen Bäume und dann können wir eigentlich aufhören. Dann schau dir schon mal, wo die in der Truhe
die Melkkübel und so an. Sehe ich doch, wenn ich. Wobei, warte mal, was könntest du denn jetzt so lang machen? Nix, egal. Der Spitzhack ist nicht gut genug, um das zu zerbrechen. Ja, dann mache ich mir bald die andere Spitzhacke. Akku! Ginger, Melka, Salatkuh, Aula. Okay, Melkkübel. Okay. Dann melke ich die. Ach ja, Joker, schön, oder? Was denn? Halt die Fresse! Du Fettsack! Nee, also das war jetzt auch hier Hühner und Kühe. Wie viel Holz hast du denn gekriegt dadurch? 100. Also wir haben jetzt insgesamt haben wir 666. Ah, Satan! Ah! Hey, was ist mit dir, du Dickmann, Alter? Ja, 666, die Zahl des Teufels, kennst du nicht, wa? Ja, aber warum rastest du deswegen so aus wie so ein fettes Kind? Ja, weil es Teufelszahl ist! Ich mach jetzt Eisen. Ha, na und? Na und? Trotzdem rastest du so wie so ein fettes Kind aus. Ich glaube, ich mach jetzt Eisen fertig hier. Ich glaube, ich mach mir dann direkt schon die geile Spitzhacke. Digga, Eisenbahn dauern 2 Stunden, bis sie fertig sind. Wir gehen eh jetzt gleich pennen, ich bin schon auch schon rot. Ich mach jetzt nur noch den Baum fertig und. Ey, weißt du was? Was denn? Wie kann es sein, dass du nur so wenig Holz kriegst? Ich hab jetzt schon 260. Hast du eine bessere Spitzhacke oder hast du auch Kupfer? Ich hab auch Kupferachs. Ja, aber dadurch, dass du Level steigst, kriegst du auch, glaube ich, auch mehr für abbauen und so. Nee, kriegst du nicht. So, erstmal die Katze das Wasser auffüllen. Ein Scheiß machst du was für die Katze. Hab ich aber schon. Ha, was willst du jetzt? So, lass pennen. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig. Haha. Drache. Lol, ich kann jetzt Fass herstellen. Und eine Ölpresse. Alter, ist das sick, was ich machen kann. Und Blitzableiter kann ich herstellen. Blitzableiter kann ich herstellen. Hey, kannst du auch so? Nein, konnte ich nicht. Sau sick. Jetzt will ich mal sehen, wie viel ich für ein Fass brauche. Alter, die Fässer werden sick. Nein, nicht ins Bett gehen, so. Okay. Jawohl. So. Ölpresse, wo ist denn die Ölpresse? Hier, Blitzableiter. Alter, wir können übelst viele Blitzableiter machen. Okay, Ölpresse ist ein bisschen schwierig. Wo ist das Fass? Ach, hier. Alter, das ist ja übelst easy. Was ist denn das für eine Easy-Kite? Das Fass können wir easy machen. Digga, was damit? Wir haben, glaube ich... Holz. Was brauchen wir noch? Kupferbahn, Eisenbahn. Wie viel Eisenbahn und Kupfer? Zu jung, um Milch zu geben. Ja, sind die auch noch. Die müssen 4 Tage oder so. Digga, ich habe jetzt 6 Fässer gemacht. Warum zieht der bei Ginger so lange? Um dann. Ja. Zu jung. Wo soll ich die 6 Fässer. Ich tu die hier hin. Guck mal hier liegt was. Eine Haselnuss. Ach, hast du die bepflanzt? So, Digga, hier. Heftig. Hast du Haselnuss gepflanzt? Ja. Kannst du alle mitnehmen und dann in die Truhe werfen. Wir bräuchten auch Steine. Ah, siehst du, ich wusste es doch. Wir brauchen die Schleime für die Ölpresse. Das
Sag ich ja. Für den, ja, Blitz, ne? Für den Blitzableiter. Hurensohn. Verfeinertes Quarz haben wir nicht, aber wir haben Quarz. Ich ernte mal hier, ne? Tja, ich habe an alles gedacht. Sag ich ja, Fledermäuse braucht man nämlich auch. Diese Flügel. Joker, du musst hier wieder bepflanzen und so. Alter, ja, aber das Spiel leckt komplett gerade bei mir. So, warte. Ja, soll ich die Haselnuss auch hier reintun oder soll ich. Nein, die kannst du verkaufen. Warte mal, was wollte ich jetzt die ganze Zeit machen? Was brauchten wir? Aber alles, was wir ernten, verkaufen, ne? Also eine Ölpresse mache ich, denke ich mal, schon. Ah, das hier ist auch fertig, der eingelegte Mais. Oh, zack, zack. Was ist das, ein Weinfass, ne? Ja, da kannst du es reintun, wenn es geht. Kannst du das oder geht's noch nicht? Ja, tust alles rein, was geht. So, Ölpresse haben wir auch jetzt feier, sauber. Die Pflaume kann ich nicht reinpacken. Lass mal die Tier-Items hier reintun, oder? Tu mal deine. Ja, die Mayonnaise-Maschine tu mal dann weg. Wenn die Mayonnaise-Maschinen fertig sind, nimmst du deine Axt und schlägst drauf ein. Wildpflaume auch. Verkaufen, verkaufen. Ja, aber ich habe noch ein großes Ei und hier das Entenei. Was mache ich mit dem Entenei? Brüten. Wenn es nicht schon gemacht ist. Sonst kannst du damit das kannst du nämlich auch in die Mayonnaise verwandeln. Alter, aber sollen wir die umbringen? Ich esse das einfach. Das, was übrig geblieben ist, das esse ich einfach. Weil dann esse ich, wenn die zwei Eier und dann, ja, dann können wir die gleich abreißen, die Maschinen. Digga, ich mache jetzt übelst viele Blitzableiter. 5 Stück habe ich gemacht. Ja, wir brauchen auf jeden Fall. Reiß dir erstmal ab dann. Wir brauchen auf jeden Fall viel Holz und so. Ah ja, hier die einen sind fertig. Warte, ich habe noch 2 Eier. Ja, warte, bevor du die reintust, wir tun die erstmal abbauen. Wir tun die woanders hin. Hier sind noch. Wir tun die hier hin. Am besten dann immer. Dann kannst du die gleich nämlich hier reinwerfen immer. Ja, Mann, perfekt. Das Öl ist nämlich auch gut. Ich habe eine Idee. Soweit ich weiß, kannst du mit Weizen auch. Ja, das kannst du Öl machen. Sick. Ich habe eine Idee. Was denn? So, ich habe hier jetzt mal eine Truhe gemacht. Hier packe ich dann immer die Eier rein und so alles, in die Milch und so. Weil ich habe keinen Bock, die ganze Zeit im Inventar zu schlören. Ja. Eventuell hättest du ja auch die Truhe von innen drin, könntest du draußen tun. Ja, jetzt haben wir 2, ne? Honig nochmal. Honig. Kannst du ruhig verkaufen. Nee, das kannst du ins Fass tun. Ich glaube, ein Fass ist ein Fass. Warte mal. Das will ich jetzt selber sehen. Ah, die sind alle am gehen? Nee, die sind alle am Arbeiten. Merkst dir, wenn Honig kannst du nämlich auch hier in dieses Fass reintun. Warte mal, ich guck mal, ob ich hier irgendwie einen Fass kriegen kann. Wir bräuchten Eisenbarren.
Hast du einen Eisenbarren? Ich glaube, wir haben auch keine Kupferbarren. Eisenbarren haben wir doch. Nee, ich habe die verbraucht, das weiß ich. Wird nichts mehr, wir haben keine Kohle. Wobei, wir hätten Holz. Ja doch, ich mach da was. Feuer, behalt's mal. Das Honig. Wir machen auf jeden Fall ein Fass. Was denn? Was ist denn mit dir, Dickmann? Guck, du hast jetzt eine Entenmayonnaise bekommen. Sauber. Echt? Warte mal. Da unten. Oh geil, erstmal essen. So, ich mache jetzt gleich ein Fass. Wir müssen jetzt noch warten, bis das Eisenbahn fertig ist. Und dann habe ich es eigentlich. Oder habe ich kein Eichenharz? Den Honig nicht, ne? Den Honig behältst du noch. Wir müssen warten, bis die Eisenbahn fertig sind. Dann kann ich schnell ein Fass machen noch. Was Digga, aber jetzt? Guck mal, wie heftig das ist, wie viel Fässer wir haben, ne? Warte mal, bis wir einen Keller haben. Dann machen wir einen Weinkeller. Ja, aber das sind keine richtigen Fässer. Das sind nur reife Fässer und die sind nicht so wichtig eigentlich. Brauchen wir aber auch noch so ein Ding auch für die Kühe, so dass das da automatisch reingeht, das Heu? Ja, das verbessert, das muss man auch verbessern. Es gibt 3 Stufen bei jedem Stall. Es gibt aber nur 2. Es gibt nur. Ich glaube, ich nehme mal ein bisschen Heu aus dem Ding und bringe das zu den Kühen. Es gibt aber nur 2 verschiedene Arten von Stellen und es gibt 3 Stufen jeweils für die 2 Ställe. Wir sind beim Hühnerstall auf Stufe 2 so gesehen. Ja, ich kann jetzt ein Fass machen. So. Jetzt kannst du Ding reintun, dein Honig. Was bringt das? Also. Das macht Met. Haha, es macht Met. Es macht Met. Es macht Met. Mach Meter-Türen. Das Zeug hast du reingeworfen. Was sagst du dazu? Zu was? Ja, hörst du das nicht? Nee. Ey, warum kannst du das nicht hören? Weil ich es nicht höre. Ey, lol, guck mal. Okay, wir brauchen Steine für ja. Guck mal! Was denn? Wenn ich so normal dagegen laufe, laufe ich normal. Aber jetzt, wenn ich das noch betätige. So, jetzt sind da keine Eier mehr, oder was? Nein, ich packe die einfach rein, da die ich über habe, weil ich habe keinen Bock, die in meinem Inventar zu schlören. Ja, normalerweise kannst du die eigentlich verkaufen direkt. Im Grunde tust du da deine Dinger rein, aber eigentlich egal. Dann hast du wenigstens was zu tun. Morgen wird es ein sonniger Tag. Willst du das aber dann auch machen, dass man an den Strand muss und dort dieses Krabben-Ding und so alles? Nee, denke ich nicht. Werde ich nicht machen. Das ist viel zu viel Arbeit. Du musst ja manche Dinger von dort auch ins Community Center bringen. LOL! Guck mal! Guck mal, das Met ist schon fertig. Sick. Guck mal hier! Was ist das? Öl! Wir haben Öl! Ja, ja. Das habe ich gemacht. Wohin soll ich das bringen? Gleich kannst verkaufen? Kannst du verkaufen, ja. Geil! Zuerst mal zu den Kühen. Sind die Kühe immer noch zu klein? Ja, na bestimmt. Ja, Milka ist zu jung. Ach, die sind dann alle zu jung.
Mit so einem Mais kannst du zum Beispiel Öl machen. Wenn du Sonnenblumen hast, auch bestimmt. Ja, Sonnenblume kannst du, ja. Lernst Schnellfeuer. Hä? Lernst Schnellfeuer. Ja, der Diamant haben die, hat er gemacht. Sauber. Kriegen wir noch einen Diamanten dazu gerechnet. Ich verkauf mal das Öl oder trink das selber. Digga, das kann doch nicht sein, dass schon wieder eine Krähe hier was geklaut hat. Was sind das für Hurensöhne? Hä? Warum hat er die Mauer kaputt gemacht? Ach, das ist so ein Hurensohn. Warte, was brauchen wir für die Vogelscheuche? Man kann ja auch irgendwo Kohle kaufen, ne? Digga, die ist sau teuer, kannst du vergessen. Nee, ich meine die Mine. Wir brauchen E-Steine. Ja gut. Ich habe ja jetzt eine bessere Spitzhacke. Oh, eine Pflaume und ein Haselnusslicht auf dem Weg. Geil. Perfekto. Leute, das ist doch eigentlich ein cooles Stream-Projekt, oder? Wann bauen wir denn die andere Stadt? Das kann man bald machen, aber chill. Stimmt, ja, das habe ich voll vergessen eigentlich sogar. Lass da direkt hingehen, da müssen wir, da können wir nämlich auch Kohle und so kriegen. Aber ich glaube mit unserem Schwert, was wir haben, ist doch ein OP-Schwert. Nee, das ist überhaupt nicht okay. Was ist das für eine fette Sau? Achso, Pam, hey, hast du das mit dem alten Bus gehört? Genau, ich bin wieder im Sattel. Kid. Hey, ist echt schön. Wollen wir dahin oder was willst du was mit dir? Ja, komm. Kostet 500. Lol. Du musst da drauf klicken, dann kriegst du ein Ticket und gut ist. Kostet ja jedes Mal 1000 die Fahrt. Das ist sauder Scheiß. Und jetzt bist du hier. Kannst sammeln, was du willst. Sammeln, was du willst hier. Hier ist auch ein Geschäft. Guck mal hier, Oasis. Da kannst du Sternfrucht kaufen. Ein Kunde! Willkommen, Sandys Oase. Junge, als ob das. Als ob das dein Ernst ist. Kaktussaat! LOL, seit wann gibt es denn die Kaktussaat? Ja, Sternfrucht ist sau. Nein, die ist nur im Sommer. Ein Eis! Junge, du Fetzer, guck mal! Da war ich nämlich auch schon drin, Feuer. Da kommst du nur mit so einem Ausweis rein. Mit einem Secret-Ausweis. Ich komme auch so rein. Aha, du doch nicht. Du bist dick. Mehr nicht. Deine Mutter ist dick. Haha, dick Mann, doof. Warte, ich muss kurz eine Sprachmemo anhören. Ich glaube, soll ich Kaktus auch abbauen? Oder? Was? Nee, du, was willst du abbauen? Ja, die kannst du auch. Ja, die kannst du kaputt machen, oder? Nee. Soll ich?